Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche da und heute bin ich wieder für euch in Battlefest oder unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute mal so zeigen, was es im Patch 8.1.5 an neuen Mounts zu spielen gibt. Und dazu bin ich schon mal für euch auf den PT eingeloggt und habe mich ein wenig umgeschaut. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was es da so Neues gibt. Als allererstes könnt ihr ein neues Achievement erspielen. Und zwar ist das unter Quests und dann Battle for Azeroth drin. Sowohl für Horde als auch Allianz zu erspielen, beziehungsweise ihr braucht sogar beide Fraktionen. Das Achievement schimpft sich, jedes Gesicht hat zwei Seiten. Und für dieses müsst ihr vier Voraussetzungen erfüllen. Und zwar müsst ihr einmal die War-Campaign der Allianz durchspielen, die War-Campaign der Horde einmal durchspielen, dann müsst ihr Woge der Rache spielen, das ist der Teil der War-Campaign, die quasi mit 8.1 dazugekommen ist und sowohl die Allianz als auch die Horden-Variante. Ist ein Haufen zu tun. Wenn ihr zwei Fraktionen aktiv spielt, habt ihr das wahrscheinlich jetzt schon vor dem Patch auch absolviert und könnt dann direkt das Achievement ergattern und bekommt dann zwei Mounts als Belohnung. Einmal den Blutflankenstürmer, das ist das Horden-Mount, und eine eisenbewehrte Frostklaue, das ist das Allianz-Mount. Und das Allianz-Mount schauen wir uns jetzt gleich mal an. Frostklaue, und zwar ist das dieser schicke Wolf. Und ihr seht schon, da ist schon ein bisschen eine Anspielung drauf. Ja, man bekommt als Allianz einen Wolf mit einer Allianzrüstung. Und ich spoiler schon mal ein bisschen, das Horden-Mount ist ein Pferd mit einer Hordenrüstung. Also sprich, bekommt man da das Gegenstück, wenn man beide Fraktionen aktiv spielt und sich die War-Campaign der jeweilig anderen auch noch mit anguckt. Kann das eh nur empfehlen, ist in dem Addon recht praktisch, beide Fraktionen zu spielen, so wie ich. Dann sieht man wesentlich mehr von der Story, als wenn man nur eine spielt. Genau, das ist das erste Mount. Wie gesagt, das Horden-Ding zeige ich euch dann, wenn wir auf die Horden-Seite rüber switchen. So, das nächste, was wir haben an Ali-Mounts, ist ein Mount, das wir bekommen, wenn wir die Kul'Tiras-Menschen freispielen. Jetzt geben wir hier mal Kul'Tiras ein. Und zwar haben wir hier, das ist es nicht, hier Streitross von Kul'Tiras. Das ist das Mount, was ich am Anfang schon hatte. Und zwar bekommt ihr das, wenn ihr dementsprechend die Kul'Tiras-Menschen freigespielt habt. Dafür müsst ihr einen ehrfürchtigen Ruf bei Kul'Tiras haben. Ihr müsst zusätzlich noch die Story-Quest hier in Kul'Tiras komplett durchgespielt haben. Und dann habt ihr die Möglichkeit, sie freizuspielen. Wie bei allen anderen verbündeten Völkern gibt es dann nochmal eine Story-Quest. Und ja, dann kriegt ihr quasi einmal das Mount von den Kul'Tiras-Menschen und könnt euch dementsprechend einen Level 20er Kul'Tiras-Menschen auch hochspielen. So viel zu den fraktionsgebundenen Mounts. Jetzt gucken wir uns allgemein noch die restlichen an, die mit dazugekommen sind. Und zwar haben wir hier als drittes Mount Bruce. Und Bruce bekommen wir in der Kampfgilde. Und dafür müssen wir die Questreihe der Kampfgilde komplett abschließen. Diese könnt ihr dann machen, sobald die Kampfgilde ja mit 8.1.5 live geht. Ist auf jeden Fall ein schickes Mount und Bruce kennen wir schon aus vergangenen Kampfgilden. Und zwar war es öfter mal ein Boss auch drin, wo man ja quasi relativ am Anfang schon wegnatzen konnte. Und den jetzt aus Mount zu kriegen, ist auf jeden Fall eine nette Sache. Ist aber relativ ähnlich vom Model wie die Basilisken an sich, also von dem her. Ja, modeltechnisch tut sich da jetzt nicht so viel, aber wir haben mal ein Krokodil. Gut, dann schauen wir mal weiter. Das vierte Mount, was wir haben, ist ein Elec, und zwar bekommen wir das über Timewalker-Münzen, denn wer hätte es gedacht, jetzt kommt endlich mal Warlords of Draenor als Timewalker mit rein und ihr könnt für 5000 Münzen euch hier dieses schicke Elec kaufen. Zusätzlich haben wir noch ein zweites Timewalker Mount, jetzt muss ich mal gucken, wir haben nämlich auch nochmal einen Wolf, hier haben wir den, auch noch einen schicken Wolf, der kostet ebenfalls 5000 Timewalker Münzen, sprich, solltet ihr nicht genug haben, dann könnt ihr jetzt schon mal die Timewalker Münzen farmen, die könnt ihr auch in allen anderen Timewalker Events euch holen und dann sobald das erste Mal Warlords of Draenor Timewalker kommt, euch beide Mounts kaufen. Genau, damit haben wir insgesamt 5 Stück zusammen und die letzten 3 können wir uns dann einmal auf der Hordenseite angucken und dazu habe ich mir auch schon mal einen Zandalari-Troll erstellt, denn wer hätte es gedacht, es gibt natürlich auch ein Mount für die Zandalari-Trolle und da ist es genauso wie bei den Kul'Tiras-Menschen, ihr müsst halt die komplette Story Quests Reihe von Zandalar durchspielen, dann müsst ihr beim Zandalari-Imperium ehrfürchtig sein
bekommt dann die Quest, um die Zandalari-Trolle freizuspielen und könnt euch dementsprechend dann diese schicke Dreihorn hier besorgen. Ihr seht, hier oben haben wir es, Terrorhorn der Zandalari heißt das Ding. Ist auf jeden Fall ein schickes Ding. Hat ein bisschen eine andere Farbnuance und ja, der Sitz ist auch ein bisschen anders als die Terrorhörner, die wir quasi schon aus vergangenen Expansions kennen. Zusätzlich habe ich mir extra hier noch einen Paladin gemacht, denn die Zandalari-Trolle können ja auch einen Paladin erstellen und dementsprechend braucht er natürlich auch einen Paladin-Mount und das sieht schon ziemlich, ziemlich dicke aus. Das ist nämlich ihr Paladin-Mount mit einem, ja, vergoldeten Schädel, würde ich sagen, Schädelknochen. Und das ist auf jeden Fall eine ganz schicke Sache. Werd mir wahrscheinlich dann auf dem Live-Server wieder einen Paladin Zandalari-Troll machen, um das auch mein eigen nennen zu können. Damit hätten wir Mount Nummer 6 und 7 hier abgehandelt. Jetzt geht es noch um das letzte im Bunde. Und zwar ist das, ja, das Gegenstück, was wir ja auch schon hier für unser Meta-Achievement hatten. Das müsste dann der Blutflankenstürmer sein. Und den schauen wir uns selbstverständlich auch noch an. Blutflankenstürmer, das ist dieses Pferd hier und ja, das erste Mal ein Pferd mit einer Hordenrüstung. Vorher gab es zwar auch schon Pferde, die man als Hordler sich holen konnte, aber hier noch kein Pferd, das eine komplette Hordenrüstung hat. Macht echt was her, muss ich sagen. Auch quasi das neue Pferdenmodel und das finde ich sogar noch ein Stück cooler als das Allianz Pandoren. Wenn man nur Horde spielt, ist das vielleicht mal eine ganz schicke Sache, sich auch einen Gaul zu holen. Als Allianzler kann man Pferde nicht mehr sehen. Vor allem mit der Expansion gab es zu viele Pferde. Ja, das war es soweit mit den Mounts. Zusätzlich sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass es mit Season 3 einen neuen Basilisken gibt als PvP-Mount, wenn man quasi einmal das 1400er Rating erreicht hat und dann nochmal diese Spirale auf 100% bringt, also sprich 1400er Rating und dann viele, viele Spiele gewinnt, kann man noch einen Basilisken sich holen. Das werde ich jetzt aber hier nicht extra aufführen, denn er ist noch nicht im Mount-Journal drin und wahrscheinlich wird die zweite Season noch relativ lang gehen und dementsprechend stelle ich ihn dann wahrscheinlich erst mit 8.2 mit in einem, klar, wieder kleinen Preview vor. Ja, das war's mit dem kleinen Preview von den Mounts aus Patch 8.1.5. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.